Servus, heute sind wir, der Philipp von der Survival-Schule Davis und ich, hier beim Einkaufen und zeigen euch mal, was man für 10 Tage dann alles mit dem Katastrophenratgeber an Lebensmitteln vorrätig haben sollte. Wir kaufen das ein und zeigen euch, wie viel es kostet, und dann habt ihr einen kleinen Überblick von dem, was ihr für eine Person braucht für 10 Tage.